habe 17 darauf. Und jetzt gar nicht behöht. Jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, warum die Werkstatt die ABS-Ringe nicht gemacht hat. Horschgelder ist bei Kfz. Wirklich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute aber so einen interessanten Fall. Ich selber habe das persönlich noch nie gesehen. Thema ist Antriebswellen bei einem Einser. Also in der Regel gehen die sehr schwer raus. Backen so fest hier in der Radnabe. Hier haben wir ja die eine Antriebswelle rausgeholt. Mit 6 Bar. Es ist Wahnsinn. 6 Bar, das ist nicht wenig. Von Gedore, eine Hydraulikpresse zu einem Dorn, was die Antriebswelle schön rausdrückt. Das haben wir auch gemacht. Aber was für eine Zahl wir drauf sehen, das glauben wir nicht. Also das muss ich euch zeigen. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist Wahnsinn. Ich weiß, dass die Antriebswellen sehr schwer rauskommen. Die Seite will sich gar nicht lösen. Wir haben, sieht's selber. Pressen wir das Ganze mal. Achso, wir haben es noch nicht festgemacht. So. Also jetzt wäre es dann ein Porsche perfekt. Boah, ich immer. Nehmen wir mal. Ja, halt mal. Sicherheitshalber von dort halten. Leute, wir haben schon. Ich muss doch 17 Bar. Wir haben 17 Bar drauf. Und der hat sich gar nicht bewegt. Der bewegt sich kein bisschen, Ivo. Weißt du, was ich Angst habe? Dass das Ding sich auf einmal löst und das Ding voll gegen das Differential haut. Es ist unglaublich, lass mal sicherheitshalber mal ein bisschen hier rüber. Wenn ihr sowas macht, niemals hinter dem Hydraulikpresse sein. Weil wenn da eine Schraube abbricht, das fliegt euch wie ein Geschoss entgegen. So, wir machen den mal ein bisschen runter, Ibo. Und dann gucken wir mal, ob wir den bis 20 Bar hoch machen können. Wir müssen ja die ABS-Ringe machen hier. Ja. Und deswegen müssen wir den rausholen. Mehr als 17 Bar geht nicht. Es ist Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wenn das Gedore nicht schafft, dann schafft das nichts anderes. Also das ist unglaublich. Ja, also wenn das nicht klappt, also da können wir ja nur noch pure Gewalt machen. Also es ist krass. Es geht einfach nicht. Also ich bin ratlos. Weißt du, was wir machen? Wir werden jetzt ein bisschen einsprühen. Weil man kann ja auch nicht mit Hitze oder so arbeiten, das ist ja auch das Problem. Weil dahinter ist sofort das Radlager. Ja. Ja, dann machen wir die Radlager. Hier haben wir immer so ein Problem mit den ABS-Ringen, das ist das hier. Diese ABS-Ringe, du siehst das hier schön. Hier drunter fängt es an zu rosten und dann drückt er die ABS-Ringe hoch. Und was passiert? Dann werden diese Sensoren, guck mal, dann schleifen die sich schön ab. Und ich zeig dir mal einen neuen, nur zum Vergleich. Ja, sieht man direkt. Hammer, ne? Ja, um das zu machen, muss natürlich die Antriebswelle raus. So, die ABS-Ringe, die wir erneuern. So, ich habe natürlich ein paar Videos darüber gemacht. Die Problematik ist eigentlich sehr bekannt. Und komischerweise haben die ja die Seite ABS-Sensor gemacht, die Seite nicht. Ich glaube, die Werkstatt hat das schon ausprobiert gehabt und hat es nicht geschafft. Ne, 17 Tonnen. Mehr geht nicht. 17 Tonnen, guck dir das an. Ihr glaubt es nicht. Wahnsinn. Okay, komm. Wir lassen ihn aber ein paar Minuten. Mit der Hoffnung, dass er sich ein bisschen löst. Leute, es gab gerade einen Knall. Das Ding hat sich gerade gelöst. Unglaublich. So, wir haben das natürlich sicherheitshalber sofort zurückgedreht. Nicht, dass er hier irgendwie an das Differential kommt. Jetzt drückt ihr mal bitte raus. Machen wir hier. Guckt euch das an. Jetzt hat er verloren. Alles klar, Ivo. Antriebswelle ist raus. Oh mein Gott. Danke, Gedore. Also ihr könnt mir mal in die Kommentare mal schreiben, ob ihr sowas auch erlebt habt. Ist ja später. Wir müssen das schön sauber machen, Ivo. Ja. Gucken wir uns die Antriebswelle mal an.
jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, warum die Werkstatt die ABS-Ringe nicht gemacht hat. Ja. Weil die haben es versucht, die Antriebswelle abzumachen, haben es nicht geschafft und haben einfach nur ABS-Sensor gewechselt und das war's. Das hat dann ein paar Wochen hat's gehalten und dann haben die gleichen Symptome wieder angefangen. Mhm. Also ich bin mal gespannt auf die Kommentare. So, ich baue den ganz kurz aus. Das ist der Übeltäter. Festgebacken das Ding war hier. Mhm. Wahnsinn. Und hier siehst du auch schön, wie die Ringe nach oben gekommen sind. Ne? Guck mal hier, hier siehst du auch schön. Und genau da hat er ja angefangen zu schleifen, ne? ABS-Sensor. Wir machen das sauber, aber später müssen wir den auch mal reinmachen. Ja. Und da gibt es auch mal ein Spezialwerkzeug von Gedorit, das zeige ich euch. Das braucht ihr auf jeden Fall bei dem. Wir machen das fertig und dann sehen wir uns, wenn wir den wieder einbauen. ABS-Ringe haben wir ausgetauscht. Hier siehst du nochmal einen super Vergleich. Guck mal, wie breit die werden eigentlich, ne? Guck mal, das ist noch okay gewesen. Hier ist nicht so viel abgetragen worden. Trotzdem hat das kleine bisschen schon gereicht, dass er am ABS-Sensor schon am Schleifen war. Aber guck dir jetzt das an. Guck mal, von oben, dann siehst du sofort den Unterschied, ne? Ja. Antriebswellen haben wir sauber gemacht, aber die reinzubekommen ist immer ein bisschen schwer. Aber dafür gibt es auch ein Spezialwerkzeug von Gedorit. Das zeige ich euch mal. Das könnt ihr auch so einzeln holen. Ne? Ich liebe diese Presse. So einen Adapter kriegst du dafür. Jetzt müssen wir nur den richtigen finden. Der ist auch falsch. Ah, das müsste der hier sein. Das gibt es auch als Set. Mhm. Den macht man so drauf. Warte, den hole ich wieder raus, damit ihr das seht. Ja. Das passt perfekt rein. Ja? Ja. Dann kommt das hier drauf. Und dann hat man das hier. Und dann kann man das einfach rausziehen. Ist das geil? Das ist cool gemacht. Das ist geil gemacht. So, was ihr natürlich aufpassen müsst, ist ganz wichtig, dass diese Zähne auch reinpassen. Also nicht einfach blind rein und dann versuchen sofort rauszupressen. Da könnt ihr Glück haben, wird funktionieren. Und wenn ihr Pech habt, setzt ihr das Ganze falsch an. Und was passiert? Antriebswelle erneuern, Radnabe, Radlager erneuern. Und das wird teuer. So, guck mal. Bis hierhin passt der. Können wir den sofort schon ansetzen. Also macht es auch handfest. Mhm. Unser Adapter kommt perfekt drauf und den hier machen wir jetzt rein. So, dann haben wir einen 27er. Könnt ihr auch einen Ratscheschlüssel nehmen. Guck, wie das jetzt geht. Ja, je nachdem, wie fest das ist, müsst ihr am besten die Handbremse festmachen. Boah. Aber so geht's auch. Guck mal, wie fest der, ne? Ja. Obwohl wir sauber gemacht haben, guck mal, wie fest der immer noch reingeht. Es ist unglaublich. BMW Hinterachse, Antriebswellen, das ist, das hasse ich einfach, ehrlich. So, jetzt gucken wir uns das an. Ja, mal lösen müssen wir auch noch. Und dann gucken wir mal, ob der rausgekommen ist. So. Sieht. Voilà. Ja. Fertig. Festschrauben. Fertig. Ja. Aber geil, ne? Das könnt ihr auf jeden Fall. Ups. Das könnt ihr auf jeden Fall bei Gedorit auch einzeln bestellen. Dieses komplette Set. Ne? Das sieht dann so aus, Ivo. Das ist für jede Antriebswelle, die ihr kennt. So sieht das Ganze aus. Ne? Auch hier für Audi zum Beispiel, die haben ja ein Loch in der Mitte nur. Auch rein und dann rausdrehen. Einfach nur geil. Ist einfach super gelöst. Kann ich euch nur empfehlen. Gut, die einen brauchen wir noch auf die andere Seite. Ja.
Schreibt bitte in die Kommentare, habt ihr so eine Antriebswelle schon mal gesehen? 16, 17 Tonnen hat man, ne? 17, ja. 17 Tonnen. Wir machen das ja ein bisschen öfters und dann zwischen 6 und 7 Tonnen. Hört auf. Ja. Aber 17 Tonnen und dann auch so lange ausgehalten und dann gab es einen Knall. Aber zum Glück, ne, ist nichts passiert und dann jetzt rausgedrückt. Super. Gut, machen wir jetzt fertig und danach ist der Wagen fertig. Da freut sich der Kunde. Gelore, Beste. So, Dankeschön, Ivo. Machen wir weiter.